Hallöchen, jetzt wieder euer Talk und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute schauen wir uns mal das neue Update an, was wir bekommen haben. Ich erkläre euch, wie man das alles craftet und die Funktionen. All die Sachen, die jetzt reingekommen sind, hatten wir uns ja schon mal leicht angeguckt. Da hatten sie aber noch keine Funktion gehabt. Jetzt haben einige Sachen eine Funktion. Manche Sachen wären noch nachgereicht, aber sie sind schon mal für die offizielle Version erhältlich. Wir fangen erstmal mit dem Kartentisch an. Der ist relativ leicht zu craften. 4 Holzklötze und 2x Papier. Mit dem Kartentisch kann man einiges anfangen. Und zwar, ich nehme mir mal hier ein bisschen was aus der Truhe, alles schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt hier einfach so eine Karte, Papier, nochmal eine Karte und eine Glasscheibe. Da wollen wir jetzt mal reingehen. So sieht das Ganze im Kartentisch aus. Wir können jetzt hier eine Karte reinpacken. Eigentlich müsste jetzt hier das kommen, was ich auf der Karte habe. Ist, glaube ich, ein kleiner Bug. Der wird bestimmt noch nachgereicht, dass denn hier dann auch deine Karte zu sehen ist. Jetzt können wir sie, sag ich mal, vergrößern mit Papier. Kopieren, wenn wir eine weitere Karte reinpacken, dann macht ihr euch 2 davon. Und falls ihr die Karte nicht mehr verändern wollt, dann macht ihr da einfach eine Glasscheibe rein und dann ist die safe. Dann kann keiner mehr eure Karte bearbeiten, kopieren oder sowas, dann ist die geschützt. So viel denn zum Kartentisch. Kommen wir jetzt zum nächsten Tisch. Das ist der Bogentisch. Den craftet ihr aus einer Werkbank und einem verzauberten Pfeil. Es gibt dazu derzeit keine Funktionen, dass man ihn nutzen kann. Er ist einfach nur dafür da, dass ihr in Villager-Dörfern denn einen Bogenmacher erhaltet, wenn er da ist. Also den immer schön in Dörfer platzieren, dann erhaltet ihr auch einen neuen Dorfbewohner. Als nächstes haben wir den Schmiedetisch. Der hat wieder Bogentisch, keine Funktion, relativ einfach zu craften, aus einer Werkbank und einen Bruchstein. Wenn ihr ihn in Dörfer platziert, können Schmiede spawnen oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie spawnen. Das neue Item Lagerfeuer ist jetzt auch drin. Wie ihr seht, es brennt auch, es erzeugt auch Qualm. Ich hatte jetzt hier schon ein bisschen länger stehen, von daher hat es nicht mehr so doll gequalmt und ihr seht, wie hoch das Ganze ist. Dafür ist das Ganze auch leicht zu craften. Ihr nehmt einfach 3 Baumstämme, 3 Stöcke und eine Kohle. Auf das Lagerfeuer kann man natürlich auch noch was packen. Ich habe hier zum Beispiel hier so ein bisschen was vorbereitet. Also wir können da rohes Essen raufpacken. Natürlich auch Seetang geht und Rohrlachs. Also alles, was man so braten muss im Ofen oder sowas, das könnt ihr auch da machen. Das wird dann schön auf dem Lagerfeuer gegrillt. Kommen wir jetzt zum nächsten Block. Jetzt haben wir hier einen Schmelzofen. Der Schmelzofen ist eigentlich dafür da, in Dorfbewohnerdörfer euch Rüstungsschmiede zu spawnen. Relativ aufwendig zu craften ist das Ganze aber schon. Mit glatter Stein, 5x Eisen und einem Ofen ist das alles nicht gerade billig. Und dafür, dass es halt keine Funktion hat, außer halt für Dorfbewohner. Naja, muss jeder selbst entscheiden, ob man es craftet. Aber cool, neuer Ofen, können wir die Küche damit auch einrichten. Dafür haben wir aber den Räucherofen bekommen. Der Räucherofen wird aus einem Ofen und 4 Baumstämmen gecraftet. Er ist effektiver als ein normaler Ofen und brät alles extrem schnell. Das nächste Objekt ist der Schleifstein. Mit dem Schleifstein reparieren wir Gegenstände. Ihr kennt das vielleicht noch mit dem Amboss, jetzt nicht mehr, jetzt brauchen wir den Schleifstein dazu. Relativ auch simpel zu craften. 2x Holzbretter, dann nochmal hier ganz normale Stöcker und eine Stufe. Hört ihr es? Wir haben jetzt die Glocke ins Spiel bekommen. In der Beta war sie ja schon drin, hatte noch keinen Sound gehabt, aber jetzt hören wir was. Sie ist derzeit leider nicht craftbar. Ihr könnt sie entweder im Creative-Menü erhalten oder in Dorfbewohner-Dörfern finden. Das nächste, was wir uns angucken, ist das Fass. Das Fass ist eine neue Kiste, kann man sagen. Ist relativ simpel zu craften. 6 Stöcker und 2 Holzstufen. Und fertig habt ihr eure Kiste. Oder Fass. Wir haben ein neues Werkzeug erhalten, und zwar die Steinsäge. Die Steinsäge wird aus 3 Steinen gecraftet und einen Eisenbarren. Die Verwendung der Steinsäge ist relativ simpel. Ich nehme hier einfach einen Stein raus, gehe hier ran. Ich könnte das natürlich auch mit jeder Steinart machen. Pack den hier rein und kann mir dann aussuchen, zu was ich das verarbeiten will. Will ich das zu einer Stufe machen, zu einer Treppe oder sowas halt, ne? Oder hier zu jeder anderen Sache kann ich mit hier das einfach verarbeiten. Sagen wir mal, ich will jetzt einen Steinziegel haben. Blub, dann mache ich aus einem Steinblock einen Steinziegel. Cool, ne? Und das alles jetzt mit einer Steinsäge. Für alle Ökos von euch gibt es jetzt in Minecraft auch einen Komposthaufen. Den stellt ihr relativ simpel her mit 3 Holzblöcke und 4 Zäunen. Der Sinn dieses Kompostierer ist ganz einfach. Ihr könnt da Pflanzen oder Obst, Gemüse reinpacken, ne? Und dann erhaltet ihr Dünger.
also oder Kompost halt, wie man sehen will, ne? Kann man hier so ein bisschen was reinpacken. Und wenn das dann irgendwann mal voll ist, ihr seht es, so sieht es dann voll aus und ich packe noch eine Sache rein, dann quillt er über und blub, kommt Knochenmehl raus. Dadurch haltet ihr jetzt Knochenmehl, wenn ihr jetzt, sage ich mal, so faule Äpfel oder zu viele Pflanzen habt, dann packt ihr die da mal rein und erhaltet Knochenmehl und könnt wieder was Neues züchten. Wir haben aber auch noch eine neue Pflanze dazu erhalten und zwar die Süßbeeren. Craften kann man sie sich natürlich nicht, die findet man einfach und das Schöne dabei ist, die kann man sogar ernten. Man nimmt sich eine Schere und plupp, erntet man die Süßbeeren. Die wachsen dann immer wieder nach und dann könnt ihr da unendlich pflücken. Jetzt wollen wir uns nochmal drei neue Spawn-Eggs angucken, obwohl zwei sind an sich nur neu. Wir haben hier zum einen den Verwüsterer, den haben sie so oft schon geändert vom Namen her. Dann haben wir noch den Händler und dann nochmal gucken wir uns die Dorfbewohner an. Als erstes gucken wir uns mal den Verwüsterer an. Sieht so ein bisschen aus wie ein Stier oder ein Riesentadeus, der schlechte Laune hat. Aber es ist nicht das einzige Mob, was wir da neu dazu erhalten haben. Wir haben jetzt auch einen neuen Händler erhalten. Der zieht von Dorf zu Dorf und mit dem kann man händeln. Und jetzt ist er irgendwie unsichtbar. Ein Magier ist er wohl auch noch. Ich mach einfach neu. So. Hier haben wir den neuen Händler. Er zieht dann von Dorf zu Dorf und mit ihm kann man handeln. Er hat viele verschiedene Sachen. Er verkauft Kürbisse und was nicht alles. Was hat der andere hier, der unsichtbar ist? Da seht ihr halt auch ein bisschen was anderes. Also unterschiedlich, was ihr davon kriegt. Und er will halt immer Smaragde für seine Sachen haben. Weiterhin wurden alle Dorfbewohner überarbeitet. Ihr seht es. Aber das ist so ein großes Thema. Da müssen wir, glaube ich, mal ein extra Video machen. Ansonsten, ihr seht es hier. Der Verwüsterer frisst Dorfbewohner. Also wenn ihr den euch im Zoo oder sowas halten wollt, dann könnt ihr den immer mit Dorfbewohnern füttern. Können wir uns hier nochmal angucken. Blub, da macht er den Mund auf. Einmal einen Happen und noch einen Happen und weg ist er. Also an Dorfbewohnern ist nicht so viel dran. Ihr seht es, der braucht mehr als nur einen. Und zum Abschluss nach all diesen neuen Sachen haben wir auch noch ein neues Banner erhalten, das wir uns einfach aus dem Creative-Menü ziehen können. Und zwar ist das ja das Logo von den Plünderern, ne? Also den Illidjan. Und das könnt ihr euch jetzt einfach rausziehen aus dem Creative. Und das ist an sich hier das Update. Relativ überschaubar. Sie haben uns hier so ein bisschen den Rest reingehauen, was sie uns ja schon, sag ich mal, in den Betas und sowas alles schon mal ein bisschen so vorgetragen haben. Jetzt mit Funktionen und so, man kann nicht meckern, sind schon ein paar tolle Sachen dabei. Reicht jetzt wieder für ein paar Wochen, bis wir wieder was Neues wollen, ne? Sie haben ja uns ja schon gesagt, dass noch Füchse und sowas kommen, ne? Also, ja, die nächsten Updates, die warten bestimmt auch nicht so lange. Jo, dann gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich hier vorne Safety hin. Wenn noch Fragen sind oder so, ihr wisst es, ab in die Kommentare mit. Und ansonsten, wenn ich vorne Safety stehe, dann war's das Ganze hier. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Update und haut's rein und tschüss.